Boah, ist das heute ein Handelstag. Es geht rauf und runter und das mit Schmackes und mit Volumen. Und das vor allem, weil Donald Trump eskaliert. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Was meine ich mit Donald Trump eskaliert? Er eskaliert seine Rhetorik gegen Fed-Chef Jerome Powell auf der einen Seite und er eskaliert auch seine Rhetorik gegen China auf der anderen Seite. Fangen wir mal an mit dem chronologischen Ablauf, was heute eigentlich so alles gewesen ist. Startete mit einem Tweet von Hu Xijin. Das ist praktisch das Orakel Pekings, wie man sagt, Chefredakteur der Global Times, der gesagt hat, soweit ich weiß, based on what I know, wird der China Gegenzölle verhängen. Und wenn Hu Xijin anfängt mit based on what I know, dann heißt das, er weiß genau, was passieren wird. Und so ist es dann immer auch gekommen, was er mit dieser Formulierung eingeleitet hat. Da kündigte er die Gegenzölle Chinas an, 75 Milliarden Dollar. Autozölle gegen US-Firmen, die vorübergehend aufgehoben waren, werden wieder eingeführt. Also ein weiterer Schritt in Richtung Eskalation, angekündigt von Hu Xijin. Die Märkte haben sich gesagt, na, was haben wir damit zu tun, interessiert uns nicht. Und eine Stunde später wurde es dann offiziell und bums ging es mit den Kursen nach unten. Eigentlich sollte ja heute Jerome Powell im Vordergrund stehen. Alle haben darauf gewartet, dass der gute Mann heute sprechen wird, und er tat es dann auch, und es war, naja, eine Art Vermeidungsrede. Okay, er hat den Terminus Mid-Cycle Adjustment weggelassen, also den Terminus, der zuletzt die Märkte so ein bisschen erschreckt hatte. Aufschwung ist nach wie vor intakt, beinhaltet dieser Begriff, aber wir machen jetzt eine Vorsichtsnahme und senken einmal die Zinsen. Heute hat er sich ein bisschen skeptischer in Sachen Weltwirtschaft ausgedrückt, damit durchaus natürlich die Tür aufgemacht in Sachen weiterer Zinssenkungen. Aber was nach dem September kommt, nämlich nach dieser Zinssenkung, die eigentlich schon gebacken scheint, die schon klar scheint, das ist eben nach wie vor offen. Die Märkte haben daraufhin dann volatil reagiert. Und dann kam Donald Trump und hatte nochmal einen draufgesetzt, nämlich auf die Rede von dem guten Fed-Chef. Da hat er dann vorher schon gesagt, in Reaktion auf die Zölle Chinas, jetzt kann die Fed mal zeigen, was sie drauf hat. Dann zeigt er sich enttäuscht, unglaublich, die haben wieder mal nichts verstanden und sie wissen vor allem nicht und haben mich nicht mal gefragt, weil ich etwas heute Nachmittag ankündigen werde. Und da haben viele gedacht, jetzt wird der Donald Trump wahrscheinlich eine Art Anti-Dollar-Intervention ankündigen, mithin also praktisch die Schwächung des Dollars, nachdem der handelsgewichtete Dollar, nicht der Dollarindex, der handelsgewichtete Dollar heute auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist. Und dann kam die Attacke gegen Jerome Powell persönlich. My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell oder Chairman Xi? Also wer ist unser größerer Feind, Xi Jinping aus China oder Jerome Powell? Und das ist natürlich schon eine ziemlich heftige Nummer. Dann ging die Salve von Donald Trump noch weiter. Da sagt er dann hier in diesem Tweet, kündigt er dann eben an, dass diese Geschichte mit nachmittags, was er in diesem vorherigen Tweet meinte, dass das wohl nicht eben eine Intervention, sondern dass hier offenkundig amerikanische Firmen gezwungen werden sollen, aus China rauszugehen, ihre Produktion in die USA zurückzuverlagern. Kann er das überhaupt? Das ist die Frage, eher nicht. Aber man muss bedenken, Trump ist derzeit nur von Hardlinern umringt. Navarro ist ganz eng bei ihm. Mnuchin, der Go-To-Guy der Wall Street, der immer einen mäßigenden Einfluss versucht auszuüben, im Sinne der Wall Street, im Sinne steigender Kurse, der ist noch auf Reise, will dann weiterreisen zum G7-Treffen. Also der fehlt schon mal und damit fehlt ein mäßigendes Element. Jedenfalls sagt er hier auch, Xi Jinping hätte ihm versprochen, diese Fentanyl-Geschichte zu stoppen, also praktisch diese ganze Opioid-Krise in den USA damit ein wenig einzudämmen, hätte er nicht gemacht, etc., etc. Aber kann Donald Trump überhaupt das stoppen? Das ist die große Frage, nämlich diese Präsenz amerikanischer Firmen in China. Und da sagen manche, wie der Chefökonom der Republikaner, sagt, nein, das kann er gar nicht, er hat gar keine Handhabe, und sagt vor allem, was relevant ist, und das zeigt so ein bisschen das wachsende Unbehagen auch innerhalb der Republikanischen Partei, dass er sagt, also so wie Donald Trump hier mit den Handelspartnern umgeht und vor allem mit Jerome Powell und mit der Fed umgeht, das geht gar nicht. Das zeigt, dass er ungeeignet ist für das Amt. Ähnlich äußert sich hier einer der sogenannten Wirtschaftsweisen, CEA-Chair, der ehemalige Jason Furman, der praktisch dieses Gremium berät die Regierung. Und er zeigt sich hier auch ziemlich entrüstet. Und das ist durchaus jetzt kein Einzelfall, den ich hier mal
zeichnete habe, sondern das ist schon etwas, was jetzt wirklich wächst an Stimmung, dass man sagt, der gute Mann eskaliert, der gute Mann übertreibt ein bisschen. Schauen wir uns das an, was hier Sven Henrik sagt, denn das hat es wieder in sich. Sagt zunächst mal, ich bin schon so alt, dass ich mich erinnern kann, dass die Freitage immer Magic und Risk-Free waren, also magisch und risikofrei. Jetzt sind sie nur noch magisch, aber nicht mehr risikofrei. Und er sagt eben auch, der Trade War, der Handelskrieg ist jetzt in einer Phase, wo es nur noch ums Ego geht, wo keine Seite sich jetzt leisten kann, zurückzustecken. Und das macht die ganze Geschichte so gefährlich oder wird deutet darauf hin, dass die ganze Geschichte weiter eskaliert. Und eine interessante Beobachtung, jedes Mal seit Juli, wenn Jerome Powell nicht geliefert hat, das, was Trump sich von ihm versprochen hat, dann hatte Trump den Handelskrieg eskaliert und das ist heute genau wieder so der Fall. Schauen wir uns die Charts an, was macht das mit den Märkten? Die Charts von, na, Sie wissen schon, Capital.com, wir haben Dollar-Yuan auf neuem Hoch, nämlich 1,5 Jahreshoch, jetzt über der Marke von 7,10, 7,12, 75. Wir waren schon über der 7,13er Marke, auch das wahrscheinlich ein Instrumentarium Pekings, um zurückzuschlagen gegen die Strafzölle von Donald Trump. Schauen wir uns exemplarisch an, den S&P 500, da sehen wir diesen leichten roten Strich nach unten. Ich weiß nicht, ob Sie das farblich erkennen können. Da macht es Bums und zack gehen die Kurse ein wenig nach unten. Ähnlich ist das Bild bei allen anderen US-Indizes. Schauen wir uns den DAX an. Auch dessen Freude ist nur mäßig ausgeprägt, 11.590. Da geht es nach unten. Der Dollar hat ein bisschen Schwierigkeiten, denn das, was der Donald Trump hier in Sachen China macht und will, das ist nicht dollarbullisch, so denken sich manche. Daher geht die Gemeinschaftswährung auf 1,1140. Der Goldpreis steigt ebenfalls, höchster Stand seit 2013, wenn ich mich recht erinnere. Ja, da war ich schon knapp auf der Welt. Da war es so, dass Gold höher stand, aber jetzt haben wir dieses Hoch überwunden, das bisherige. Also Risiko. Befreite Assets sozusagen, Safe Havens, die werden jetzt gesucht und Öl ist eben keines davon, denn Öl ist auch eben ein Symptom für Nachfrage der Weltwirtschaft und wenn der Handelskrieg weiter eskaliert, wenn Donald Trump weiter eskaliert, dann wäre das kein allzu gutes Zeichen auch für die Ölnachfrage. Wie auch immer, das ist jetzt eine heiße Kiste, Trump hat sein Blatt überreizt, er überspannt den Bogen, er hat ein Zeitproblem, er muss wiedergewählt werden. Die Amerikaner werden spüren, was diese Zölle bedeuten. Das ist genau der Punkt, den Harker von der Fed heute in Jackson Hole auch angesprochen hat, wo er gesagt hat, das Wichtigste ist der US-Konsument. Wenn der Schwierigkeiten kriegt, dann haben wir ein Riesenthema. Dann werden wir auch die Zinsen senken. Das wird aber noch dauern, bis das wirklich so voll durchschlägt. Dementsprechend wird die Fed vielleicht die Zinsen senken im September. Dann mal gucken, je nachdem, wie der Handelskrieg eben weitergeht und wie es mit Donald Trump weitergeht. Ich weiß auf jeden Fall, wie es bei mir weitergeht, nämlich mit dem Wochenende. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Wochenende und wünsche das Allerbeste und sage jetzt erstmal Servus und Ciao.